Postcard to Daddy. Diesen locker flockig anmutenden Titel trägt ein Film, der auf der diesjährigen Berlinale schockierte. Weil er eben gar nicht locker flockig ist, sondern vielmehr ein sehr intimes Drama. In einer Zeit, wo über den Missbrauch durch Priester und Lehrer diskutiert wird und Hotlines für die Opfer geschaltet werden, macht Michael Stock mit der filmischen Aufarbeitung seines eigenen Schicksals mutig auf sexuelle Gewalt in der Familie aufmerksam. Er sagt wortwörtlich, in dem Alter, in dem andere noch Händchen hielten, ging es mit meinem Vater schon klar zur Sache. Hallo, hier ist Roland Stock. Ja, hier ist Michael Stock. Michael? Ja. Ach ja, ja. Ich würde dich gerne mal besuchen kommen. Bist du ja nett. Was so harmlos beginnt, ist ein Gespräch zwischen Opfer und Täter. Michael Stock wurde jahrelang vom Vater sexuell missbraucht. Sein verstörender, ungewollt aktueller Film erinnert daran, dass sexuelle Gewalt nicht nur in Kirchen stattfindet. Ja, das ist so, dass man einem Vater natürlicherweise vertraut. Das ist die erste Bezugsperson im Leben. Und da hat man natürlich auch erstmal nichts Schlechtes. Michael ist 8, als das Drama beginnt. Mit 16 ist es vorbei. Und doch nicht. Das Trauma des Missbrauchs, das Ausgeliefertsein, lange aus Scham verdrängt und verschwiegen, überschattet bis heute sein Leben. Am nächsten Tag konnte die Psyche das irgendwie nicht ertragen. Das war wie so ein Loch, in das das reingefallen ist. Und das wurde wirklich abgespalten, auch von mir schon als junges Kind. Doch der Regisseur, zu Hause in Berlin-Kreuzberg, fand sich nicht damit ab, allein zu sein mit einer Geschichte, die einem keiner glauben mag. Nach HIV-Infektion und Schlaganfall machte er einen Film und adressierte ihn an den Vater. Eine intime Recherche in den Abgründen der Seele, eine filmische Postcard to Daddy. War diese Familie mit Vater, Mutter und Geschwistern nicht scheinbar ein Idyll? Und warum hielt die Fassade, als aus harmloser körperlicher Nähe, wie sie jede Familie braucht, Missbrauch und Vergewaltigung wurden? Sexualität war sowas von bestimmt durch ihn, dass mir nicht bewusst war, dass man romantische Gefühle haben kann, dass man sich verliebt. Ich kann mich erinnern, dass ich schon sehr früh an Selbstmord gedacht habe. Also diese Todessehnsucht, die hat mich eigentlich meine ganze Jugend begleitet. Sich wertlos fühlen, sich ohnmächtig fühlen, sind alles Gefühle, die nicht gerade in die Jugend reingehören. Wer waren sie, diese Eltern? 25 Jahre später befragt Michael Stock Margret, seine Mutter. Die ertrug damals, dass ihr Mann trank und fremdging. Aber der eigene Sohn? Auf einer gemeinsamen Reise nach Thailand fragt Michael nach, behutsam, ohne anzuklagen, und sammelt die Erinnerungsstücke eines lautlosen Familiendramas. Mein Wunsch nach einer heilen Familie und deine Seite, das nicht zu zerstören, indem du das Geheimnis öffnest. Ne? Hast du da nie was gemerkt? Nee, ich habe natürlich gemerkt, dass du dich verändert hast. Ich habe das immer zurückgeführt auf die Veränderung in der Pubertät. Der Film ist für mich insofern sehr viel wichtiger gewesen, als dass ich denke, es hilft nicht besonders viel, eben sein ganzes Leben in einer Opferrolle zu verharren. Hass habe ich natürlich empfunden, und zwar viele Jahre. Das ist eher so, dass ich das nicht mehr ausgehalten habe, mich immer im Hass aufzuhalten. So wird Postcard to Daddy ein Dokument der Hoffnung. Mit dem Rohschnitt des Films im Gepäck, mit klopfendem Herzen besucht Michael den Vater. Und der, nach all den Jahren des Schweigens überraschend genug, verweigert die Annahme der Botschaft nicht. Ich habe meine ganze Kindheit darunter gelitten, ich habe meine ganze Jugend darunter gelitten. Wie hast du das hingekriegt, das da so abzuspalten? Mich? Ja. Mein Gott, ich habe einfach dickeres Fell. Das ist eine primitive Erklärung, aber da ist schon was dran. Ne? Und so gesehen ist das für mich ein sehr großer Erfolg, dass mein Vater was dazu sagt, dass er das nicht verleugnet. Und das Verlaufen der Kamera, das fand ich schon ganz wirklich mutig, muss ich sagen. Michael Stock hat seinen Vater zum Sprechen gebracht. Sein Film, eine Selbstbefreiung. Und ein Plädoyer an alle, Signale zu senden oder sie zu hören. Damit Missbrauch
nicht das namenlose Geheimnis vieler bleibt.